Liebe Bürgerinnen und Bürger, nach längerer Zeit wollte ich mich mal wieder melden. Ein aktueller Stand zur Corona-Entwicklung im Landkreis Ebersberg. Sie sehen mich lächeln. Es ist eine gute Entwicklung, auch ein guter Tag heute. Wir haben nur noch 2 aktuell infizierte Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Ebersberg. Die Situation hat sich allenorts sehr entspannt. Wir freuen uns auf weitere Lockerungen. Wir dürfen wieder das ein oder andere in unserer Freizeit tun, was uns lange Zeit verwehrt war. Das könnte eigentlich auch ein Stück weit uns in die Versuchung bringen, naja, es ist ja alles vorbei, es kann nicht mehr viel passieren. Wir sind gut durch die Krise durchgekommen. Aber, liebe Bürgerinnen und Bürger, wichtig ist, dass wir auf der Hut bleiben, dass wir weiter vorsichtig agieren. Und dazu darf ich Ihnen auch die Corona-Warn-App der Bundesregierung sehr herzlich empfehlen. Ich habe mich angemeldet gleich am ersten Tag. Die neueste Anzeige, niedriges Risiko, bisher keine Risikobegegnung. Allein in den ersten 48 Stunden haben 8 Millionen Bundesbürger diese App runtergeladen. Ich denke, es ist ein sicheres und gutes Instrument, um sicher auch durch die Zukunft zu kommen. In diesem Sinne kann ich Ihnen diese App ans Herz legen und Ihnen empfehlen. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund.